So zum Thema Katris und anderen. Okay. Finde ich also modellmäßig gut gemacht, aber nicht passend. Also die Idee finde ich, nee, die Idee finde ich in dem Spiel dann grenzwert. Ja, aber wie sie es gemacht haben, muss ich sagen, ist gar nicht so verkehrt. Das war vom Skill her gut. Ja. Ich meine, wenn die Leute schon auf Aquana stehen, wundert mich das auch nicht mehr. Oh, ja. Weiß ich jetzt nicht. Ich meine so eine Ari, aber ist was anderes. Oder so eine Katharina. Oh, wie mache ich das am besten? Ich mache ein bisschen einen kleinen Bogen, glaube ich. Guck mal. Aber so. Achso, Maugrist männlich flink, richtig? Ja. Nee, Maugrist männlich Isolierung. Oder ein Hangyu. Hangyu imprägniert und positive Gedanken. Ach, schade. Ich dachte, vielleicht hätte ich dir ein bisschen helfen können, aber das wird wohl nix. Wenn man einfach mal auf so einen Ruby einen roten Ball wirft. Ja, das habe ich das mit dem Piefband gehabt. Level 2. Also was könnte mir natürlich nie passieren. Mhm. Hey, du wirst lila Bälle. Ja. Auf. Ah, oh Mann, ey. Hab ich dich schon voll? So, wenn ich das hab, dann guck ich dann mal weiter, was ich als nächstes mache. Nee. Ich hab 4 von 10. Also ich bin auf jeden Fall dabei, dass die ganzen Pals alle hochgehen. Vor allem die Base-Pals will ich ja alle hochzüchten. Jagst du die hoch mit TNT? Ja. Ich sagte nicht hoch hier. Achso, doch, habe ich gesagt. Ich hab hochjagen gesagt, oder? Ja. Ja. Ich nehme kein C4, ich nehme C3 oder so. Genau. C3PO. Ich hab gelernt, wenn ich mir so Papiere angucke, da war doch auch, DIN A3 ist auch größer als DIN A4, oder? Ja. Also müsst doch C3 auch exklusiver sein als C4. Quasi, doch. Standard-Wasserstoffbomben-Format. Ja. Finde ich gut. So, das heißt, es geht ums Breeden auf jeden Fall. Das ist ein großer Punkt, den ich machen möchte. Und am liebsten hätte ich das für jetzt schon mal bei Lanoir probieren auf Level 30. Ich meine, nein! Oh. Ich würde es jetzt schon gerne probieren. Dafür müsste Conan nur irgendwo mal eine Base aufbauen, wo wir uns mit dem Vieh anlegen können. Ich meine, was soll der Geiz? So mehr als krepieren können wir auch nicht. Ja. Wenn wir nämlich wissen, dass wir das hinkriegen, dann könnten wir nämlich sagen, hey, wir fahren hier ein bisschen, damit wir uns ein bisschen diese Kerne holen können. Ja. Ich will den aber fangen. Kannst du nicht fangen. Immer noch. Wattenscheiß. Nee, Wattenscheiß liegt woanders. Also wie sieht's aus? Hast du nicht Bock? Ja. Sagst du nur irgendwo eine Base bauen? Sagst du jetzt sofort oder hat das auch noch circa eine Viertelstunde Zeit? Es hat auch noch Zeit. Gut. Dann wäre ich nämlich dabei, dann hätte ich meinen Jomung-Teil auf 4 Sterne. Ich bereite hier auch schon mal so ein bisschen alles vor dafür. War ja klar, das Vieh, was ich fangen will, gerade zur Zeit, ist das einzige Vieh, was hier rumläuft, wenn ich mein Hälsevieh frei rumlaufen lasse. Mein Hälsevieh hat das gerade richtig schön weggeklappt, wahrscheinlich. Richtig! Aber Conor, du hast auch schon viel gebreedet, ne? Ja. Hast du schon diesen neuen Skill gesehen irgendwann?
Welchen genau? Das mit der Gnade. Das ist, wir als Ring haben. Ja. Ist ja auch als passiven Skill bei den Viechern. Ja. Habe ich gesehen. Und zwar hat mein. Warte. Habe ich den schon verkauft oder habe ich den noch behalten? Ich hatte einen Mamorest damit. Arbeitsvieh, Workaholic, Meister, Arbeitsvieh, cooler Typ. Ja, nee, habe ich nicht mehr. Aber ja, ich hab's gesehen. Okay, hast du schon was voraus. Und ich habe schon viel gebrütet und ich hab's nicht. Aber man weiß das sowieso schon, ich habe hier schon mal Pech gehabt im Breeden. Ja. Ja, wirklich, ich gehe halt der Pest davon aus, dass wir Level 30er Bella Noir hinkriegen könnten. Ja. So, die neuen Scherben habe ich. Die neuen Dinger. Das Altar hier. Ich baue das immer auf, damit ich es wieder abbauen kann. Um die Materialien zu haben. So. Pazifist, rücksichtsvoll. Nein. Senkt die LP seines Angriffsziels nicht unter einem LP. Das meinst du, ne? Ja, genau. Habe ich als Wandwürgen Christ. Das ist übel. Ah. Ist ein. Was würdest du dafür haben wollen? Kein Plan. Was brauche ich denn? Ach, keine Ahnung. Tatsächlich habe ich keine Ahnung, was ich brauche. Ja, machen wir was anderes mal. Ja. Ich könnte mein Jormund-Zeit jetzt mal. Stromerzeugung. Reinmachen. Und mal auf einen Stern machen. Ja, ein Stern von 4. Das ist mir gefallen. Könntest du dann noch ein paar Mal die Gewehrmunition schon mal herstellen? Ja, geht sofort los. Ich hab nämlich nicht mehr viel. Kriegen wir hin. Die haben jetzt erstmal genug zu fressen bis morgen. Ich weiß gar nicht, warum ich mir überhaupt noch Jormund halt breede. Voll hab. Um bessere zu haben? Ich krieg noch keine Möglichkeit auf bessere Stats, meiner Meinung nach. Warum breedest du noch? Genau. So, aber das Vanwurm, das kann ich dir schon mal geben. Warte. Er muss nicht jetzt sofort sein. Achso, ja, dann versuche ich das auf die letzte Seite zu packen und nicht zu aktualisieren. Munition ist in Mache. Jupp, danke dir. Oh, wieder Schwarzpulver auf jeden Fall. Schwarzpulver, brauchen wir Steinkohle für, ne? Oder Schwefel, ne? Schwefel. Aber wir haben genug, alles gut. Alles klar. Auf der Insel sollen... Was? Ich wollte in Ruhe arbeiten jetzt. Na, hier auf der Insel sollen angeblich überall diese blöden Wildschweine rumlaufen. Ich finde keinen einzigen. Wildschweine auf unserer Insel? Nee, hier da, wo David früher war, auf dem alten Server. Da? Ich glaube eher Richtung da, wo Kiba war, oder nicht? Da liefen sie, glaube ich, mehr rum. Ja.
Und hier bei uns im Wald oben auch. Oh, das dicke Eier. Mm. Genau. Was kommt hier aber? Das ist nicht so gut. Das ist auch nicht so gut. Ach ja, hier darf man wieder 2 Stunden warten. Da ist hungrig, ja warum isst du dann nichts? Typ. Weil der wahrscheinlich wieder irgendwo festsackt. Oder in der Animation selbst gefangen ist. Ja, in der Animation gefangen kann sein. So. Jetzt. Ja. Bin ich in letztens bei uns auch aufgefallen, Kalle. Anubis immer hin und her gerannt, hinter der Mauer wieder vor, wieder hinter der Mauer wieder vor. Du meinst bei der Minenbase? Ja. Jetzt nicht mehr. Habe ich schon geändert. Alter. Weil da waren nämlich Bäume, die vom Massander gefällt wurden und da sind sie immer dahinter gelaufen. Und stackten dann, sind dann gestorben dran. Wow. Jetzt habe ich da den Baum abgehackt, hab da Bodenplatten gebaut, das heißt, da spawnen keine Bäume mehr. Sehr gut. Alles schon mitbekommen, behoben. Das ist ja Katastrophe. Ja, wollte ich machen. Und das ist halt noch ein Grund, warum ich jetzt die Basen an alle umbauen möchte. Und ich würde mir dann gerne mal wirklich ein bisschen mehr Zeit und ein bisschen mehr Mühe da reinstecken in das Bauen. Ja klar, warum nicht? Freue mich drauf, dein neues Werk wieder zu sehen. Ich bin auch sehr gespannt, weil an sich Möglichkeiten haben wir hier richtig viele eigentlich. Und man muss sich ja eigentlich nur mit den Sachen, die die Pals benutzen, auf den Kreis beziehen. Den Rest kann man auch außerhalb bauen. Rein theoretisch. Und da wir jetzt, ja. Also, genau, und da wir jetzt so eine Erzfarm an sich haben, können wir eigentlich bauen, wo wir möchten. Wir haben keine, ja, stimmt, keine Grenzen mehr, Moment. Einzige, was mir halt, Steinkohle, ne? Also müssen wir uns irgendwo was suchen, für vielleicht, wo es Steinkohle gut gibt. Aber du hast doch da diese eine Base, wo du Steinkohle und Eisen gefarmt hattest, ne? Ja. Gibt es auch eine mit Steinkohle und, hier diesen Quarz? Das weiß ich nicht. Irgendwo im Wintergebiet gab es eine. Mit beiden? Ja. Also nicht in der Menge, aber ja, da gab es bestimmt 4 von jedem. Mindestens. Ich weiß jetzt nicht viel genau. Aber da gab es irgendwo eine. Baut... Ja gut, dann baut hier gleich eine. Ja, es ist schwierig, mit 3 Bars jetzt auch noch eine Farm da mit reinzukriegen. Mhm. Ich muss sowieso. Oder wenigstens in der Nähe irgendwie von Steinkohle. Oder? Ja, ich bin überlegen, ob wir nicht in die Wüste gehen. Meinst du auch wegen dem Schwefel? Gibt's denn Wüste Schwefel? Ja, sollte es eigentlich geben. Also. Ist immerhin heißes Gebiet. Oder wir gehen direkt rein, Richtung Vulkan. Da haben wir Schwefel, aber keine Steinkohle. Ja. Da ist keine Steinkohle? Nein. Nein. Leider nein. Guck mal, auf der Map, wo ich gerade bin, da ist ja dieses riesige, also diese 5-6 Erze an Steinkohle. Man könnte ja dann quasi, man kann ja auch außerhalb des Baubaus bauen. So ein bisschen, außerhalb des Kreises ein bisschen bauen. Dass man dann quasi einen Bereich macht, also sich dann eine Base, da seine Pals laufen lässt. Und dann quasi eine Treppe hoch den Berg und alles mal so ein bisschen hübsch machen. Ich muss mal kurz in deine Base rein, deinen Händler irgendwie benutzen. Welchen? Den Typen mit der Munition. Ja, dann gib mal Händler, jetzt sagen, du ihn nicht auch tötest, so wie andere. Die Viecher greifen David aber nicht an, ne? Nicht so wie bei mir letztes Mal. Auf dem anderen Server. Theoretisch nicht, nein. Ich war ja schon mal bei Kalle. Genau. Und mich haben seine ja auch nicht angegriffen. Die haben hier jegliches PvP und Friendly Fire aus. Wir können uns auch nicht anschießen. Schade. Was?
Genau. Ne, gerade wegen den Raid-Boss und so habe ich das bewusst ausgelassen. Könntest du bitte den Ball auch mal... Danke. Ich überlege jetzt gerade. Ich glaube... Mach mal im Chillet weg, mach mal hier den Anubis rein. Und helf mal ihm, dass die Munition ein bisschen schneller fertig wird. Ja. Ich nehme die Munition gleich vollkommen an mich, soweit ich kann. Mhm. Und teile die anderen mal komplett gerecht auf am Ende. Machen wir so. Ich fühle mich geehrt, der Luther King teilt mit mir. Eine Zweckgemeinschaft. Ich kann noch ausziehen, so ist er denn. Weißt du, wo die drei Türen sind? Oder vier, fünf, weiß nicht, wie viele die haben. Ja, nimm mich aber meine Palze, damit dein Ganze gucken, wo du bleibst. Mach doch. Wenn du weißt, welche deine sind. Ja. Ein Dreiviertel der Nuss. Echt, weißt du das? Nee. Naja, doch. Also ich habe einen Haufen Anubis gebreedet. Ja, was meinst du, woher ein der erste Anubis kam? Ich habe mir Anubis selber gebreedet. Nicht mit Anubis. Ich habe ein Videobeweis. Ich habe dir damals ein Ei abgegeben davon. Nein, ich hatte mir aber selbst welche gebreedet aus, Mamoris und eine Mossander, glaube ich. Na, nicht Prahlhändler gehen. Ich will den anderen Händler finden. Schneller hier. Wo ist der Typ? Der ist bei mir hier oben. Okay. Ja. Perfekt. Kaufen. Domgewehrmunition. Kauf. So, dann wie viel Schuss hast du jetzt? Ich hab jetzt gerade, warte, guck ich mal eben. 80. Du hast 80. Ich hab 250. Sind 430, sind 215 für jeden. Ich flieg schon wieder rückwärts. Okay. Da sind wir schon wie bin jetzt gerade. Das will ich eigentlich nicht. Hier sind die Viecher noch ein bisschen zu stark für mich. Ja, ein bisschen zu stark und ich gehe natürlich runter. Hm. Hey. Verzieh dich, Catrus? Nein. Überall das grüne Leuchten. Ja, alles war nur auf dich, Connor, ne? Ja, ich weiß. Oh, welche Materialien brauche ich denn? Ich brauche Palbruchsteine, glaube ich. Second. Muss man nur sagen, wo ich hin muss am Ende. Ja, ich versuche bei euch in der Base, in der Nähe zu bauen. Also nicht so nah genug, dass ihr Mobs Monster attacken, sondern nur, dass ihr nicht so weit laufen muss. Ich versuche mich gerade zu orientieren, wo ich eigentlich bin. Ich sehe hier gar nichts mehr gerade. E, A, F, E, B. Pallbox, ein Pallium, Bruchholz, Steine. Ja, sollte was sein. Bruchstück. Holz. Kommt's in der Nähe? Schwierig. Vielleicht, warte mal. Guck, wie es aussieht. Holz habe ich auch. Fehlen nur noch drei Steine. Oh nein, das wird sehr schwierig. Ja. Ist es.
Ich hab hier so eine kleine Fläche direkt mal westlich von meiner Base. Von der Main Base. Okay, bitte erleuchte mich halt. Oh, hier haben wir Steine. Das Ding ist, wir brauchen ja nicht nur die Base. Die Sachen dafür habe ich dabei. Den Beschwörungsaltar hast du? Ja. Okay. So, jetzt gucken. Ich will gucken, dass ich weit genug weg von deiner Base bin. Ja, ich habe hier einen Platz gefunden worden. Ja. Hier ist gut, du musst ihm halt auch da zeigen, wo am besten. Nordwestlich. Wenn du von unserer Base aus, ja genau, quasi nordwestlich direkt an dieser braunen Fläche da, die erste braune Fläche über dem Wasser. Okay. Bei Azurobe? Nein, nordwestlich. Nee, wenn du bei uns über der Base guckst, jetzt eine kleine Brücke rüber auf so ein kleines Feld und da ist dann die Sphäre des Schwertmeisters, der Portpunkt. Wo Bushi ist. Ja, okay. Und dann. Und da drüber die Fläche rechts. Okay. Bushi. Da. Ja. So, dann kriegt er noch Munition hier von mir. Jupp, danke. Er wird 215, genau. In welchem Zustand ist das Gewehr? Oh ja, geht, okay. Meine Rüstung geht auch. Meinst du noch gar nicht viel Haltbarkeit verloren? Voll gut eigentlich. Ich hoffe, dass die Rüstung mitmacht. Meine Rüstung ist. Nun ja. Also eigentlich aber ich voll. Das eh die Pals kämpfen, also von also im Großen und Ganzen. Mhm. Da müsste ich auch noch vergessen, mein Chill wieder zu holen, oder? Ja. Oh ja, Chill ist eigentlich ein guter Begleiter dafür. Mein Alpha Chill ist. Jetzt ist gerade nur die Frage, Kalle. Wie ist das mit dem Gilden? Das ist das Problem. Ich weiß nämlich nicht, ob du in Davids Basis was reinbauen kannst. Ich gebe ihm die Sache. Hat er das denn auch schon gelernt, den Steinkreis? Warte, noch nicht, aber jetzt gleich. Beschwörungsaltar, ja. Gut, hat er gelernt. Dann kriegst du hier mal die Sachen. Ballbock. 100 Steine, 20 davon und die 12 Tafeln. Obwohl, die Tafeln kann ich mal gucken, ob ich die nutzen kann. Auch in deinem Altar. Ich darf dir halt nicht bauen helfen. Mhm. Nee, auch nicht. So. Lass mich alten einfach. Gilde beitreten. Oh. Tschö. Wir haben immer noch nicht ausprobiert, wie es dann mit dem Pals aussieht. Weiter. Oh, hungrig. Beide. Ja. Seit wann? Da weißt du es. Hä? Nein, wie, ob sich die Pals übertragen? Ob sich die Pals beim Gildenwechsel übertragen? Ach so. Achso, ja. Und die Kisten und so weiter, wie man da Zugriff drauf hat. So. Na, übertragen kann sich ja nicht groß aus. Also, was in der Base ist, in der Base. Was er in der Box hat, hat er in seiner Box. Also, da wird sich nicht viel ändern. Mhm. Ach du Scheiße, ist der Steinkreis groß. Ja. Ach
Achso, Minute 40 haben wir jetzt noch Zeit. Hast du einen Anubis dabei? Nee. Warte, aber. Achso. Na gut. Na, Mewtwo? Was? Lunalus? Genau. Ja, freu dich mal. Das gehört einer anderen Gilde. Ja, also muss ich dir auch die Steintafeln geben. Gib dir mal alle 12 eben hier. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das jetzt eine gute Idee ist. Ha? Sag mal. Wendwurm, bist du etwa. Jetzt oder was? Da, oh, da war ein lila Ball. Was denn? Tontauben schießen. Da war ein lila Ball, huch. Ja, das waren drei gelbe von mir. Ah, okay. Überfall? Was? Komm, hab ich einen Base gebaut, gibt's einen Überfall. Merkst du, was ich meine, Kalle? Das muss daran liegen. Ja, die kommen gerade hierher. Ja, die kommen ja von da hinten. Aber da trauen die sich was. Und ich erwarte die hier. Welches Level haben die? Legendärer wilderer Trupp. Ja, also okay, ich verziehe mich mal. Irgendwas mit 40 oder sowas, glaube ich. Das sind noch keine Gegner für mich, ich verziehe mich mal. Wenn die heute ankommen. Ja. Und eine rote Kiste. Nice. Armbrust, Bob, wir haben zwei. Oh, wir haben den Dreier. Ja, die sind stuck. Ach, hier sind die. Wow. Die sind stuck. Brauchen wir uns gar nicht drum zu kümmern, wäre nur Schwächung unserer Ressourcen. Oder du machst es. Was? Ja, ich sehe die Kampfzahlen. Nimm halt einfach Miniguns dabei. Die hauen gleich eh wieder ab. Ja, man sagt, Gegner. Ja. Ja. Aber jetzt ziehst du zu uns oder was? Jetzt sind wir bei 39, entspann dich. Einer. Ey! Ah, der zieht sich zurück. Komplett. Okay. Ja? Ich meine ja. Ist auf jeden Fall von uns weg. Das war eigentlich auch schon wieder so ein lustiger Spot, ne? Wenn die jedes Mal von der Seite angreifen und dann da stacken. Ja. Ja. Wollen wir den Dungeon noch wieder nicht mal markiert? Oder? Doch. Ja, also von mir aus, ich wäre dann ready soweit. Mächtigen Pal beschwören. Benötigt Pal Steintafel. C. Rot. Kann ich nicht machen. Öffnen. Ah, kann ich da rein tun. Besteht die Gefahr, dass Bauten im Lager zerstört und ab. Ach, du kriegst sogar eine Meldung davon. Ja, darfst du dich wirklich nicht beschweren. Doch. Ach, das ist 300.000 Leben, weil ich das gehört habe. Ja. Ja. Wow. Also 55k Damage. Achtung. Wir hatten da eine gelbe Zirbe geworfen. Aua, 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 aua. Warum ich denn? Warum denn nichts? Lass dir Ruhe.
Ich bin froh, dass er nicht mich getroffen hat. Ich will One-Hit. Geh weg! Aber krass, der dritte ist ja sehr schaffbar, also... Ja, ich spare mir meine Munition mal. 300 Schaden pro Schuss ist ein bisschen viel, aua. Aber... Das ist halt sehr teures, sehr teurer Spaß. Ja, also ich kann die Pause auch alleine machen, meinst du, oder? Ja. Wenn wir nur aufs Dodgen konzentrieren, ja. Weil die Pals kriegen ja jetzt nicht allzu viel Damage, außer der 33er Chillet, der schon halt down ist. Aber komm, die Attacken sind cool. Ist das dein Jomung-Tide, Daniel, mit dem 44? Nein. Nein, meins. Okay, also hast du das Chillet. Okay. Ich hab das Chillet, was da die ganze Zeit die effektiven Attacken macht. Okay. Ja. Aua, 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 noch. Ich hätte das schon gerne, also. Du kannst halt das Ei bekommen. Wahrscheinlich. Ich bin down. What the oh nein. Fuck? Ich bin auf dem Weg zu dir. Ich kann. Yo. Hallo? Ich stacke. Ich versuch's. Bin da. Okay. Dann gehe ich weg, weil er mich im Target hat. Ja, bitte, weil ich bin nämlich ziemlich One-Hit. Danke dir. Also ich meine, ihr mit dem Gewehr könnt ruhig draufholzen, nur mit der Maschinenpistole ist das wirklich zu viel Munitionverschwendung. Ich denke, so viel Schaden mache ich damit auch nicht. 96 mache ich damit. Ja. Oh, Glück gehabt, danke, Chillet, welches auch immer das war. Meine Fresse. Aua, warum denn wieder ich? Ah, da liegen wir nicht. Lass mich in Ruhe. Du bist sie. Geh doch nicht immer auf mich. Mann. Kannst du mal aufhören, den Kopf rumzudrehen? Ich hab leider noch keinen Jomung-Pferdsattel. Wäre schön gewesen. Also auf dem Kopf? Auf dem Kopf ziele ich mit 780 Schaden. Okay. Ich mache auf dem Kopf 330. Oh, K.O.-Phase. Ja. Sehr nice, den kriegen wir hin. So, was hoffe ich an die Lüdel am Ende Luft jeden, das wäre noch ganz geil. Ich hoffe auch. Ich bin übrigens fast down. Ich muss es ausbrechen, jetzt kann ich erstmal nicht mehr schießen. Ja. Oh, oh. Also Heal-Tränke wären glaube ich echt nicht schlecht fürs nächste Mal. Ja, für den 50er auf jeden Fall. Also. Ich hab noch. Auch für den jetzt. Ich weiß nicht. Der greift mich gar nicht an, komischerweise. Und wenn, dann merke ich nicht. Wo ist denn der Kopf jetzt? Hab ich mir auch gerade gedacht. Mitten in der Drehung wird eingefroren. Ich bin gerade Target, das ist nicht so lustig. Ja, ich versuche Agro zu kriegen, aber es ist schwierig. Na, wir haben ihn gleich, wir haben Fixer. Ja. Geh weg! Ich hab ihn, weiter so. So, 9 Schuss, die verschießt sich auch noch. So. Aua, hör auf! Ich geb ihm mit dem Dreischussbogen. Wo ist der? Warte. Mein Arm ist chillet. Ich schieße da einfach rein. So. Hey! Düsteres Riesenei, antikes Bauteil, Allwetterunterwäsche, extra große Übungsfibel und antiker Kern. Zweimal Holz. Was? Was? Ich hab nichts gekriegt. Was hast du bekommen? Ne, jetzt hat er gekriegt, weil er es besporen hat. Das scheiße ist. Ja, wir müssen ja dreimal machen, ne? Bis jeder einmal alles hat. Ja, dann musst du aber die Base bauen. Und das Altar. Kann ich nicht. Du kannst auch noch rausschmeißen. Wieso kannst du das nicht? Weil wir drei Basen haben. Oh, ja, das stimmt. Das Problem ist aber... Also kannst du die Sachen noch rausschmeißen, Connor. Ja, das heißt, du kannst aber nicht auf meinen Altar zugreifen. Nein, aber du hast doch die ganzen Dinger gerade. Ach so. Ja, ja. Dann bauen wir jetzt hier mal eine Kiste hin. Ah ne, wir bauen jetzt hier keine Kiste hin. Wir machen einfach so, du bist ja fair, am Ende, wenn wir gleich durch sind, dann teilst du alles durch drei auf. Natürlich.
Die Übung. Wie viele antike Kerne hast du bekommen? Einmal Allwetterunterwäsche, dreimal extra große Übungsfibel und ein düstere Ei. Das riesige düstere Ei wird hundertprozentig das Bella Noir sein. Das wäre schön. Aber man kriegt einen Kern für das Vieh. Wir haben gerade mal 12 Tafeln. Wie viele dann soll ich belaufen? Ja,